KPM. Hey, Basila, wo ist der Bus? Es ist schon 9 Uhr. Sei doch geduldig. Wir warten noch ein bisschen, ja? Ich hab Hunger. Warte mal. Hallo! Hi, Frau Bas. Hi. Hi, hallo. Was macht ihr hier? Also, wir warten auf den Bus. Aha. Aber wohin geht ihr? Wir möchten in den Park gehen, um einen Picknick zu machen. Ja. Und hast du Zeit schon? Möchtest du mitkommen? Ah, ja, gerne. Das wird toll sein. Bus kommt schon. Komm, steigen wir ein. Komm. Hallo alle zusammen, anda sedang menonton Mendengar Rendah ataupun slot Mendengar Rendah di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita mula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, dan pastikan anda juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembas mikroban untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan seperti mana yang anda sudah tahu, hari ini kita akan belajar bahasa Jerman. Oleh itu, izinkan kami untuk berbahasa dan bahasa Jerman. Okey. Itu bukan bahasa Jerman, itu bahasa Perancis. Okey, tak apa. Ya, betul. Jadi, untuk hari ini, heute werden wir auf Deutsch sprechen. Und wir haben zwei Lehrer mit uns. Und bevor wir anfangen, wir werden unsere Hände desinfizieren. So, bitte schön. Genau. So, yeah. Ich mache meine Hände sauber. Bitte schön. Okay. Und auch? Ja. Juhu. Okay. Und bevor wir anfangen, nochmal können wir unsere Lehrer bitte sich vorstellen. Okay. Hallo alle zusammen. Okay, ich heiße Muhammad Fakhrozi bin Ma'aris. Ihr könnt mich Heruru nennen. Und ich unterrichte es in SMK Section 5 Wang Semaju, Kuala Lumpur. Ja. Bitte schön. Okay. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Basila binti Hashim. Also ich bin eure Deutschlehrerin für heute. Ihr könnt mich Frau Bas nennen. Ja, und ich arbeite in SMK Putrajaya Precinct 11-2. Okay, danke schön. Aber heute sind wir unsere drei oder gibt es noch mehr? Nein, natürlich nicht. Ja? Wir haben noch 6 Schüler mit uns zusammen heute. Genau. Ah. Überraschung. Oh, okay. Und können wir sehen, wer mit uns werden? Ach so, hier. Also, wir haben unsere 6 Schüler und Schülerinnen mit uns heute. Und wir möchten jetzt mit unserer Schüler und Schülerinnen kennenlernen. Okay, ja? Bitteschön. So, wir fangen an mit Hazim, bitteschön. Hallo, ich heiße Muhammad Hazim. Ich lerne in SMK Putrajaya Business 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Dankeschön, Hazim. Jetzt machen wir weiter mit Hazik. Bitteschön, Hazik. Hallo, mein Name ist Muhammad Hazim Shazwan. Ich lerne in SMK Putrajaya Business 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Dankeschön, Hazik. Sehr schön. Jetzt machen wir weiter mit Iris. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Iris. Ich bin 13 Jahre alt. Ich lerne in SMK Putrajaya Business 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Dankeschön, Iris. Jetzt machen wir weiter mit Asma. Bitteschön. Hallo, mein Name ist Asma Marisa. Ich bin 13 Jahre alt. Ich lerne in SMK Putrajaya Precinct 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Sehr schön, Asma. Jetzt machen wir weiter mit Farah. Bitte schön, Farah. Hallo, mein Name ist Farah. Ich bin 13 Jahre alt.
Ich schule in SMK Putrajaya Prison 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Dankeschön, Farah. Und unsere letzte Schule, Afif. Bitteschön. Hallo, ich bin Afif. Ich lerne in SMK Putrajaya Prison 11-2. Ich wohne in Putrajaya. Okay, sind alle unsere Schüler und Schülerinnen für heute. Dankeschön, haben wir schon mit allen Schülern und Schülerinnen kennengelernt. Und jetzt möchte ich fragen, was werden wir heute lernen? So, das Thema für heute ist Freizeitaktivitäten. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wohin gehst du? Sean, wohin gehst du in deiner Freizeit? Ich gehe in dem Restaurant. Ist das richtig? Das Restaurant. Ich gehe ins. Ins Restaurant. Ja, also. Wunderbar. Und Frau Basila, wohin gehst du in deiner Freizeit? Also in meiner Freizeit gehe ich gerne ins Café, weil ich gerne Kaffee trinke. Das ist schön. Und Herr Ruru, wohin gehst du in deiner Freizeit? Okay, ich persönlich gehe gern in den Park. Dort jogge ich oder mache ich spazieren. Und ich glaube, wir haben auch ein Video, ja? Ja, genau. Ja, und kepada mereka yang menonton sekarang, apa yang kita akan belajar hari ini adalah berkenaan dengan aktiviti masa lapang kita dan kita juga akan belajar untuk membina ayat untuk menyatakannya dalam bahasa Jerman. Tetapi sebelum kita berehat, kita ada satu video untuk anda semua dan kita akan kembali semula ke Menengah Rendah di DTV KPM. Hello, guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Wan Aisyah. In meiner Freizeit gehe ich gern in die Bibliothek. Dort kann ich Bücher lesen und ausleihen. Das macht mir Spaß. Hallo, ich heiße Salsabila. Ich gehe gerne ins Einkaufszentrum. Ich finde Einkaufszentren sehr praktisch, weil ich dort Kleidung kaufen, Filme im Kino sehen, in Spielhallen spielen und in Food Court essen kann. Tschüss! Hallo, ich heiße Hani. In meiner Freizeit gehe ich gern in den Zoo. Dort kann ich viele Tiere sehen, zum Beispiel Vögel, Krokodile und Panda. Das ist sehr interessant. Guten Tag, ich bin Aisha. Während meiner Freizeit gehe ich gern in den Park. Ich jogge oder mache Picknick. Das ist super. TV KPM. Wir sind zurück. Hallo alle zusammen. Anda sedang menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan cikgu-cikgu pada hari ini, iaitu Frau Bas dan juga Herr Ruru, untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu Bahasa Jerman. Okey, machen wir weiter. Ja, genau. So, ich fange zuerst an, alright? Okay. Yes, lernen wir. Okay, das Thema für heute ist Freizeitaktivitäten. Ja. Yeah. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, wohin gehst du in der Freizeit? Right? So, was haben wir hier? Es gibt Wasser und die Leute schwimmen. Okay, das heißt, das Schwimmbad. Okay, das Schwimmbad. Ja. Wohin gehst du? Ich gehe ins Schwimmbad. Ich gehe ins Schwimmbad. Dann, was haben wir noch? Es gibt viele Bücher und auch Tische und auch Stühle. Was denkst du schon? Ich denke, das ist eine Bibliothek. Die Bibliothek. Die Bibliothek. Eine Bibliothek. Genau, sehr gut, super. Okay, das ist die Bibliothek. Okay. So,
Wohin gehst du? Ich gehe in die Bibliothek. Genau, ich gehe in die Bibliothek. Dann, was haben wir noch? Es gibt Affen und die Touristen. Vielleicht können wir die Schule fragen, oder? Ja. Wer weiß, die Schule oder die Schülerinnen? Wie heißt das auf Deutsch? Okay, wer kann antworten? Sollen wir eine auswählen? Ich. Oder? Okay, wir haben Iris. Iris, wie heißt das auf Deutsch? Das ist so. Das ist? Noch einmal? Das ist so. So. Ja, genau, das ist der So. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Wohin gehst du? Kannst du bitte, Iris, vorlesen? Ich gehe in den Zoo. Ich gehe in den Zoo. Richtig, super, wunderbar. Wunderbar. Okay, super. Dann, was haben wir noch? Es gibt Fußball. Wer kann beantworten? Die Schule? Die Schülerinnen? Ich. Okay, bitte schön, Afif. Afif. Das ist Fußballspiel. Das ist Fußballspiel. Ist das richtig oder falsch? Genau. Das ist richtig. Okay, richtig. Wunderbar. Das ist super. Okay, super. Das ist das Fußballspiel. Wohin gehst du? Afif, kannst du bitte vorlesen, Afif? Ich gehe zum Fußballspiel. Ich gehe zum Fußballspiel. Genau, richtig. Wunderbar. Dann, was haben wir noch? Mit Hawaii zu tun. Okay. Wer weiß? Die Schüler oder Schülerinnen? Wer weiß? Was ist das? Okay, bitte schön, Farah. Das ist Tanzen. Das ist Tanzen. Ja, man kann auch sagen Tanzen, aber Tanzen ist ein Verb. Ja. Jetzt brauchen wir ein Nomen. So, das ist die Tanzshow. Die Tanzshow. Okay. Wohin gehst du, Farah? Ich gehe zur Tanzshow. Ich gehe zur Tanzshow. Sehr gut, super. Alright. Dann haben wir auch. Das ist sehr interessant. Ja. Mit Popcorn, und auch Getränke, ja, genau. Und auch 3D-Brille. Ja, genau. So, bitteschön, Hazi. Wie heißt das? Das ist Kino. Das ist? Noch einmal? Das ist Kino. Das ist? Das Kino. Das sehr gut. Richtig, wunderbar. Oder man kann auch sagen, der Filmabend. So, beide geht's. Das Kino oder der Filmabend. Okay. Right? So, wohin gehst du, Hazik? Ich gehe ins Kino oder ich gehe zum Filmabend. Sehr gut, super. Richtig. Ja. So, ich gehe ins Kino oder ich gehe zum Filmabend. Alright, okay. Hier können wir gut sehen. Ja. Okay, es gibt zwei verschiedene lokale Präpositionen. Ja, ich wollte auch fragen, warum gibt es verschiedene, wie heißt das, Präpositionen? Präpositionen, ja, genau. Jetzt kommt die wichtige Frage, warum? Okay, warum gibt es in und zu? Alright, warum gibt es in und zu? Wann benutzen wir in und wann benutzen wir zu? Hier haben wir die Hinweise. Das ist für hier in und das ist für zu. Okay. Okay. Vielleicht können die Schüler oder Schülerinnen beantworten. Wann benutzen wir in? Wer kann beantworten? Ich. Okay, Afif. In für Gebäude. In für Gebäude, ist das richtig? Sieht so aus. Ja, genau. Wunderbar. Afif, push Sterne für dich. In für Gebäude, Räume oder die Orte. Und wie ist mit zu? Wann benutzen wir zu? Ich. Okay, Asma, bitteschön.
Zu ist für Programme. Programme, ist das richtig? Super! Alright, wunderbar. Okay, so Zu ist für Programme oder Veranstaltungen. Alright? Okay. Ja. So, das ist die Zusammenfassung für heute. Okay, die Unterschiede zwischen in und zu. Okay. Jetzt, was machen wir? Machen wir etwas Interessantes, oder? Ja, richtig. So, wir werden jetzt eine Übung machen. Ja? So, ich würde gerne unsere Schüler und Schülerinnen zu Hause zu informieren, dass wir auch, was wir die Übung für heute gibt es auch in, auf der Webseite Sumbaku. Ihr könnt darauf herunterladen und auch zusammen mit uns mitmachen. Ja? So, jetzt los, die Übung, ne? Ja, ich bin bereit. Ja, gut. Also, neben Heruru, da gibt es fünf verschiedene Situationen mit der Frage, wohin gehst du? Ja? Und ihr sollt nur eine Nummer wählen. Und dann, ich lese für euch die Frage oder die Situation. Und dann, ihr müsst die richtige Antwort hier finden. Okay? Okay? Alles klar? Alles klar. Ja? Und wir möchten jetzt mit Sean beginnen. Ja, yeah, okay, okay. Also, du möchtest nur die Nummer auswählen. Ich glaube, ich wähle Nummer 1. Nummer 1. Okay. Okay. Nummer 1. Was haben wir? Nummer 1. Okay, soll ich das vorlesen? Also. Ja, bitte schön, Sean. Bitte schön. Du möchtest Filme sehen. Du möchtest Filme sehen. Wohin gehst du? Ach so, und die Antwort sind da? Hier, also kannst du gut sehen. Ich helfe dir. Nicht ins Schwimmbad, Bibliothek 9. Ach so, zum Filme sehen. Filme sehen. Ich gehe zum Filmabend. Ja, ist das richtig, Herr Ruru? Ja, richtig. Wunderbar. Wunderbar. Fünf Sterne für Sean. Genau. Oh, danke schön. Fünf Sterne. Also ich klebe die Nummer hier, ne? Okay. So, gut. Jetzt machen wir weiter mit unseren Schüler und Schülerinnen. Okay? So, Schüler und Schülerinnen, seid ihr schon bereit? Ja? Ja. Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Okay, so. Wer möchte anfangen? Also die Nummer auswählen, bitte. Ich. Okay, bitteschön, Iris. Welche Nummer möchtest du? Nummer 2. Nummer 2, bitte, Herr Ruru. Nummer 2. Was haben wir? Nummer 2. Also, du möchtest Pinguine sehen. Pinguine, kennst du das Tier? Pinguine? Ja, so. So, genau. Ja. Schwarz und weiß. Ja. Und wohin gehst du, Iris? Ich gehe in den Zoo. Also, ich gehe in den Zoo. Ist das richtig? Das? Es klingt richtig, aber... Ja. Ja, ich glaube schon. Wunderbar. Ne? Ja, also, sehr gut. Fünf Sterne für dich. Iris, sehr schön. Jetzt machen wir weiter. Wer möchte die Nummer auswählen? Wir haben noch 3. Hey, bitte die Hände. Hey, bitte die Hand. Afif, also, Afif, bitte schön. Welche Nummer möchtest du? Nummer 3. Nummer 3, bitte. Nummer 3. Was haben wir für Nummer 3? Okay, du möchtest Bücher ausleihen. Bücher? Also, Bücher ausleihen. Wohin gehst du, Afif? Ich gehe in die Bibliothek. Okay, ich gehe in die Bibliothek. Ich gehe in die Bibliothek. Ist das richtig? Ja, genau. Ja, super. Genau. Super. Fünf Sterne für dich, Afif. Wow. Super. Alle bekommen 5 Sterne. Es gibt noch 2 Nummer übrig. Ne? Okay, wer möchte die Nummer auswählen? Nummer 4 und Nummer 5. Ich. Bitte schön, Asma. Nummer 5, bitte. Was haben wir für Nummer 5? Okay, du möchtest schwimmen. Oh. Ja? Okay, Asma, wohin gehst du?
Ich gehe ins Schwimmbad. Super, ich gehe ins Schwimmbad. Ja, richtig. So, 5 Sterne für dich. Yeah. Super. Okay, das ist Nummer 5, oder? Ja. Jetzt haben wir noch Nummer 4 übrig. Mhm. Also, wer möchte? Die Nummer 4. Ich. Okay, bitteschön, Hazim. Nummer 4. Was haben wir? Die letzte. Mhm. Ja, du möchtest Sapin zuschauen. Ach so, Sapin, ja. Sapin. Ja. Okay, wohin gehst du, Hazim? Ich gehe zur Tanzschule. Okay, ich gehe zur Tanzschule. Ich glaube, das ist. Das ist nur das die einzige, Antwort. Ja, ja. Ja. Und? Richtig, ja, 5 Sterne für dich, Hazim. Sehr gut. Sehr schön. Okay, ich klebe das hier. Super. Jetzt? Okay. Schon fertig. Schön fertig. Übung. Ja. Okay, aber ich glaube, wir haben viel gelernt. Mhm. Und jetzt habe ich auch, oder weiß ich, wie wir diese Präpositionen. tut mir leid, ja. Entweder in oder zu. Mhm. Und das hängt davon ab, von dieser nicht nur Artikel, aber auch zum Beispiel Gebäude oder für eine Aktivität oder wie heißt das? Ein Programm oder so. So zum Beispiel können wir ein bisschen mehr Beispiel geben. Okay, vielleicht Geburtstag Party. Oh, okay. Geburtstag Party ist. Was denkst du schon? Ist ein Ort, Gebäude oder ist ein Programm? Geburtstagsparty ist ein Programm. Genau, Programm. Okay. Programm. So, wenn es Programm ist, benutzen wir in oder zu? Ich glaube zu. Zu, genau. Ja. So, die Geburtstagsparty. Mhm. Wohin gehst du schon? Ich gehe zur Geburtstagsparty. Super! Ja. Wow, richtig! 5 Sterne! Oh, danke schön! Das ist 10 Sterne. 10 Sterne, okay. Also, ich gehe zu Geburtstagsparty. Okay. Sehr schön. Zum Beispiel, ich gebe noch ein Beispiel. Okay, zum Beispiel, ich möchte, was wir hier machen, Deutsch lernen. Ja. Wohin gehe ich? Deutsch lernen. Also, wohin? Wohin gehen wir? Aha. Also das ist ein Deutschunterricht, ja? Ja? Ja. Deutschunterricht, welche Artikel haben wir? Der. Der. Okay. Deutschunterricht. Deutschunterricht ist ein Programm oder ein Ort? Ja. Ich glaube, es ist ein Programm. Genau. Und welche Präposition benutzt du? In oder zu? Programm ist zu. Genau. Genau. Zu. Und der Artikel ist der. Der. Das bedeutet, ich gehe zum Deutschunterricht. Super. Ach so. Und noch eine, zum Beispiel, wenn wir auch Deutsch lernen, wir können auch zu ihrer oder seiner Schüler gehen, zum Beispiel Putrajaya Prinsing 11 Uhr, für Deutsch lernen. Und das ist auch nicht ein Ort, sondern ein Gebäude, oder? Genau. Schule ist ein Gebäude, das heißt, du benutzt in oder zu? In. Genau. Und Schule, welcher Artikel? Schule ist die? Was denkst du? Genau. Ist das richtig? Ja. Richtig. Also die Schule. Okay. Und dann, du möchtest in? Ich gehe in die Schule. Ach so, das ist ein bisschen einfach, ja? Ja. Okay. Und soll ich auch nochmal auf Malaysisch übersetzen? Kepada mereka yang menonton, apa yang kita belajar adalah beberapa jenis preposition dalam bahasa Jerman, ya, di mana ia bergantung kepada tempat ataupun aktiviti, di mana kita menggunakan in untuk tempat sama ada bangunan ataupun bilik. Untuk sesuatu negeri ataupun tempat, ya, dan juga zu untuk sejenis aktiviti untuk program, ya, dan juga peristiwa. Dan itulah yang kita telah belajar. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mendengar Rendah Didik TV KPM. Di
Friday TV, KPM. Wir sind zurück. Ihr schaut Didik TV an. Und of course, untuk program kita pada hari ini ataupun slot iaitu menengah rendah. Okey, makan wir los. Was machen wir noch? Oder was machen wir weiter? Okey, was machen wir weiter, Sean? Also, wir haben schon zwei verschiedene Präpositionen gelernt, in und zu, richtig? Ja? Ja. Und jetzt möchten wir eine Verabredung machen. Also, das heißt, zwei Personen verabreden sich, irgendwohin zu gehen. Okay? Okay. Ja? Und wir beschäftigen uns mit der Frage, kommst du mit? Ja, und es gibt zwei Möglichkeiten von Antworten, ja oder nein. Okay. Okay, so, wir beginnen jetzt, also das ist die Frage, kommst du mit? Mhm. Also wir beginnen jetzt mit einem Dialog, also mit Ja-Antwort. Das heißt, die Person A fragt die Person B, ob sie oder er mitkommen möchte. Ja. Und dann die Person B sagt ja. Okay. Also das heißt, die Verabredung annehmen. Okay. Ja, okay, ja. So, das ist ein Dialog für Person A und das ist ein Dialog für Person B. Jetzt, wer möchte die Person A werden? Herr Ruru, bitte. Ja, kein Problem. Okay. Ich bin Person A. Und Sean, möchtest du die Person B werden? Ja. Okay, jetzt los. Okay. Hallo Sean, guten Tag. Hallo. Am Montag gehe ich in den Zoo. Kommst du mit? Ja, das ist eine tolle Idee. Oder du kannst auch sagen, ja, ich finde es super. Oder ja, ich finde es gut. Super. Okay, bis dann. Oder? Oder, okay, bis später. Genau, danke schön. Also, das ist ein Beispiel für eine Verabredung. Also, die Person A fragt und dann die Person B sagt ja. Okay. Und die Verabredung annehmen. Okay, jetzt machen wir ein Beispiel mit einem Dialog. Also, die Frage, kommst du mit? Und die Person A fragt. Und die Person B möchte nicht mitkommen. Oh. Das heißt, die Verabredung ablehnen. Ja? Und jetzt machen wir den Dialog zusammen mit unserer Schüler und Schülerinnen. Mhm. Also zwei Personen. Und ich frage die Schüler und Schülerinnen, wer möchte die Person A werden? Hebt bitte die Hand. Wer möchte die Person A werden? Ich. Okay, bitte schön, Afif. Und wer möchte die Person B werden? Bitte schön, hebt die Hand. Ich. Okay, bitte schön, Asma. Okay, jetzt Afif, kannst du beginnen? Hallo, Asma. Hallo. Am Montag gehe ich zum Computer Workshop. Am Dienstag gehe ich zur Tanzshow. Kommst du mit? Tut mir leid. Am Dienstag habe ich keine Zeit. Oder du kannst auch sagen, das ist aber schade. Okay. Dankeschön, Afif. Also für die Antwort, Asma kann auch sagen, ja? Nein, ich habe keine Lust. Okay, keine Lust. Ja, es gibt zwei. Und Afif sagt, das ist aber schade. Okay? Gut. Okay, so, das ist ein Beispiel von einem Dialog. Also, die Person B sagt nicht, also sagt nein. Die Person B möchte nicht mitkommen. Ja? Okay. So, das ist, hier gebe ich euch die Zusammenfassung von diesen zwei verschiedene Typen von Dialogen. Also ihr könnt jetzt hier sehen, die grüne Pfeile sind eine Antwort für ja. Genau, die Verabredung annehmen. Ja? Und die rote Pfeile zeigen die Antwort mit nein. Also
die Verabredung ablehnen. Ah, okay. Ja, ja, alles klar? Alles klar. Alles klar. Super. Wunderbar. Also, jetzt machen wir weiter mit... Yes. Okay, machen wir etwas Interessantes. Das ist ein Spiel. Ja, das ist einen Spinnrad. Okay. Ja. So, bevor ich anfange, möchte ich sagen, die Schüler und Schülerinnen zu Hause können die gleiche Übung auf der Webseite Sumbeku herunterladen und jetzt zusammen mit uns machen. Okay? Alright. Wir fangen an, okay? Okay. Okay, auf diesem Spinnrad gibt es Stichworte. Okay. Es gibt die Tage und auch, es gibt auch die Gebäude oder ein Programm. Okay, die Programme. Genau. Okay. Ja. Okay. So, ich werde dieses Spinnrad durchdrehen. Mhm. Ja, ich werde dieses Spinnrad durchdrehen und die Schüler und Schülerinnen möchten mit Hilfe dieser Stichworte einen Dialog machen oder eine Verabredung machen. Right? Ist das klar? Die Schüler? Es ist klar? Ja, oder nein? Ja. Wunderbar. Okay, sehr gut. Fangen wir zuerst mit Sean an als Beispiel, okay? Kein Problem, ich bin bereit. Okay. Was hast du? Okay. Du hast Montag in den Zoo. Okay. Montag in den Zoo. Du bist Person A. Okay. Okay. Vielleicht kannst du bitte, Frau Basila, bist du Person B? Ich möchte die Person B. Okay, kein Problem. Okay. So, bitte schön, Sean und Frau Basila. Okay, ich frage jetzt. Okay. Hallo, guten Tag. Hallo, Sean, guten Tag. Am Montag gehe ich in den Zoo. Kommst du mit? Ja, gerne. Das ist eine tolle Idee. Oh, okay. Bis dann. Okay. Okay, super. Alright. Okay, 5 Sterne für euch. Oh, danke schön. Dankeschön. Okay. So, jetzt fangen wir mit den Schülern an. Okay, seid ihr bereit, die Schüler? Ja oder nein? Ja. Ja, wunderbar. Wer möchte beginnen? Wer möchte anfangen? Hebt bitte die Hand. Wer möchte? Ich. Okay, wir haben Asma und Hazi. Okay, wir fangen zuerst. Hazi, okay? Okay, Hazi. Okay, ich drehe für dich diesen Spinnrad durch. Okay, was bekommst du? Okay. Hazi, du bekommst Freitag Zoom Filmabend. Okay. Freitag Zoom Filmabend. Mit wem möchtest du den Dialog machen? Farah. Mit wem? Farah. Okay. Hazi und Farah. Hazi, du bist Person A und Farah, du bist Person B. Genau. Okay. Bitte schön. Hallo, guten Tag, Farah. Hallo. Am Freitag gehe ich Zoom Filmabend. Kommst du mit? Ja, das ist eine tolle Idee. Okay, bis dann. Okay, super. Super. Okay, 5 Sterne für euch. Ja. 5 Sterne, das ist ja viel, ja? Ja. Okay. Wer möchte noch? Wer möchte noch? Hey, bitte die Hand. Wer möchte noch? Ich. Okay, Asma. Asma. Alright. Was bekommst du, Asma? Asma. Okay, du bekommst Donnerstag Sultan Show. Donnerstag Sultan Show. Mit wem möchtest du den Dialog machen? Hazim. Hazim. Okay, Asma und Hazim. Bitte schön, Asma und Hazim. Hallo, guten Tag, Hazim. Hallo. Am Donnerstag gehe ich Sultan Show. Kommst du mit? Ja, ich finde es super. Okay, bis später.
Oh, wow, super. Asma und Hazim Tazen. Okay. All right. Next. This. Next, bitte. Wer möchte? Wer möchte? Oh, Afif. Ich glaube, Afif. Okay. Ich drehe für dich Dusch. Okay. Afif, du bekommst Sonntag ins Schwimmbad. Sonntag ins Schwimmbad. Mit wem möchtest du den Dialog machen? Afif, mit wem? Ich möchte mit Frau Basila. Geht das? Also Basila. Du möchtest mit mir gehen, Afif. Wunderbar, Afif. Ja, okay, mache ich. Frau Basila. Okay, okay, bitte schön. Afif und Frau Basila. Hallo, Frau Basila. Hallo, Afif. Am Sonntag gehe ich ins Schwimmbad. Kommst du mit? Ja, natürlich. Das ist eine tolle Idee. Okay, bis später. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Afif, Frau Sehr Basila. Gut, Afif. Und wie viele Sterne bekommt Afif? Ich glaube, etwas extra. Ja. Bei mir, Frau Basila. 10 Sterne. 10 Sterne für Afi. Wie viel? 10 Sterne. 10 Sterne. Wow. Okay. Also. Okay. So, wir haben noch. Wer möchte? Wer möchte? Ich. Ich. Okay, Iris. Bitte schön, Iris. Okay, warte mal. Montag in den... Haben wir schon, oder? Haben wir schon das gemacht. Okay, vielleicht machen wir es. Nochmal? Nochmal, ja. Nochmal durchdrehen. Vielleicht bekommen wir Fußballspiel, das wäre schön. Ups, ulala. Tanzio. Haben wir? Haben wir auch? Oho. Ja, haben wir auch. Nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Das letzte Mal. Letztes Mal, ja. Ja! Okay. Fußballspiel. Okay. Gut. So, du bekommst Mittwoch Zoom Fußballspiel. Mittwoch Zoom Fußballspiel. Okay? Wer möchtest du den Dialog machen? Ich möchte mit Hershon. Mit mir? Ja, Hershon. Alles klar, alright. Okay. Machen wir. Okay, so bitte schön, Iris und Hershon. Hallo, guten Tag, Hershon. Hallo. Am Mittwoch gehe ich Zoom Fußballspiel. Hier ist zum Fußballspiel. Kommst du mit? Nein, ich habe keine Lust. Nein, das war ein Witz. Ja, ich möchte gern mit dir gehen. Super. Okay, bis dann. Bis dann. Okay, yeah. Super. Wunderbar. Und wie viele Sterne für Iris? Ich glaube, ich gebe 20 Sterne. Oh, wow. Ja, okay, das ist super. Wunderbar. Ich glaube, alle hat wirklich gut gemacht. Sehr und gut können, gemacht. Kannst du auch bitte, wie viele Punkte oder wie viele Sterne kannst du zu alle Schüler und Schülerinnen geben? Wie viele Sterne? Wie viele Sterne? Ich glaube, Ich glaube, alle Maximum bekommt 5 Sterne. Wow, sehr gut. Dan seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, memang semua mendapat 5 bintang atas kerana mereka dapat menjawab dengan betul. Dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke slot Menengah Rendah di Dek TV KPM. TV KPM. Halo, alles zusammen. Wir sind zurück. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot Menengah Rendah ya di Didik TV KPM. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu bahasa Jerman. Wir lernen Deutsch heute. Kommst du mit? Okay, wir weitermachen. Bitte schön. Okay, wir haben schon heute viel gelernt. Alright. Und jetzt machen wir kurze Zusammenfassung. Alright. Okay. Genau. Vielleicht hast Frau Basila Frage für die Schule und die Schülerinnen? Richtig. Also, ich habe eine Frage für jede unserer Schüler und Schülerinnen. Und die Frage heißt, wohin geht ihr?
in eurer Freizeit. Ah. Also wohin gehst du in deine Freizeit? Okay? So, Schüler und Schülerinnen, seid ihr schon bereit? Ja? Ja. Ja. Okay, ja. Super. Also, so die Frage, wohin gehst du in deine Freizeit? Iris? In meiner Freizeit gehe ich in die Bibliothek. Wow, in die Bibliothek. Wow. Also, das heißt, das Iris gut. mag Bücher. Mhm. Okay, super. Dankeschön, Iris. Und in deiner Freizeit, wohin gehst du, Afif? In meiner Freizeit gehe ich in den Park. Mhm, super. In den Park. In den Park. In den Park. Also? So, das ist gut. Dankeschön, Afif. Sehr schön. Jetzt, wohin gehst du in deiner Freizeit, Asma? Bitte schön. In meiner Freizeit gehe ich ins Schwimmbad. 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 Also du magst schwimmen, ja? Genau. Okay, super. Asma, jetzt machen wir weiter. Wohin gehst du in deine Freizeit? Hazim. In meiner Freizeit gehe ich in die Sporthalle. In die Sporthalle. Sporthalle. Oh, wow, das ist aber toll. Ja, Hazim treibt sehr gern Sport vielleicht. Ja? Okay, super, Hazim. Und Hazik, wohin gehst du in deiner Freizeit? Hazik? In meiner Freizeit gehe ich zum Volleyball spielen. Aha, Volleyball spielen. Sehr schön. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Ja. Gut, wir haben noch Farah. Farah, okay. Farah, wohin gehst du in deiner Freizeit, Farah? In meiner Freizeit gehe ich zum Konzert. Aha, Konzert. Wow. Wow, die haben alle interessante Antworten, ja? Ja, interessante Aktivitäten. Genau. Okay. Es gibt noch eine. Wir haben, Afif hat noch nicht geantwortet. Ja. Afif, hast du schon? Oder noch nicht? Noch nicht, oder? Ich glaube Entschuldigung, noch nicht. Afif. Ich habe vergessen. Afif, wohin gehst du in deine Freizeit, Afif? In meiner Freizeit gehe ich in den Park. Aha, in den Park? Oh, ich glaube, alles hat schon geantwortet. Dankeschön. Dankeschön. Entschuldigung, ich glaube, ich habe das falsch gerechnet. Okay, mach nicht. Aber ich denke, die haben alle schon wirklich gut gemacht. Mhm. Bekommen die wie viele Sterne? Also, wie viele Sterne? Ich glaube, alle bekommen auch 5 Sterne. 5 Sterne, sehr gut. Super. Also, Sie haben die Präpositionen alle richtig benutzen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und bevor wir zu Ende sind oder zu Ende machen, können wir unsere oder die Zusammenfassung für diese für heute. Okay. So, für heute haben wir die Unterschiede zwischen 2 lokalen Präpositionen gelernt. Ja. In und zu. So, ins benutzt man für Gebäude. Gebäude oder Räume oder Orte. Okay, zu benutzt man für Programme oder Aktivitäten oder Veranstaltungen. Ja. Und wir haben auch eine Verabredung gemacht. Okay, es gibt 2 Möglichkeiten von Antwort. Ja oder nein? Ja. So, was haben wir noch? Welche Morale haben wir heute, Frau Basila, eingesetzt? Also, heute haben wir 2 wichtige Morale eingesetzt. Und die sind Respekt und auch Selbstvertrauen. Ja? Okay. Und also, ich möchte auch die Schüler und Schülerinnen, auch die Zuschauer zu Hause informieren, dass wir die Beurteilung auch und die Bewertungen durch den ganzen Aktivitäten für heute angewendet haben. Ja? Genau. Okay? Richtig. Okay, sehr gut. Ich glaube, die Schüler und Schülerinnen haben wirklich gut gemacht und auch viel gelernt. Und ich werde auch auf Malaysisch übersetzen, was wir heute gemacht haben.
So, kepada mereka yang menonton sekarang, ya hari ini kita pun seperti yang dikatakan oleh Hia Ruru, di mana kita pun dah belajar berkenaan dengan prepositionen dalam bahasa Jermannya, di antara in dengan zu untuk menyatakan ke mana ataupun apa yang kita nak buat bergantung kepada sama ada tempat ataupun aktiviti ataupun program yang dijalankan. Juga berkenaan dengan artikel yang telah kita belajar. Dan kita pun telah mempelajari bagaimana untuk menjawab ataupun untuk membuat satu perbualan di antara kawan kita ataupun di antara orang A dan orang B. Sama ada kita menjawab ya atau tidak apabila orang tanya ataupun ajak melakukan sesuatu aktiviti. Dan apa yang dinyatakan oleh Cikgu Bazila ataupun Frau Baz, di mana kita telah pun mempelajari nilai murni daripada hari ini, iaitu hormat menghormati dan yakin diri. Dan seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, sekiranya mereka, kawan-kawan saya menonton sekarang, bagaimana kita nak memperkukuhkan lagi kefahaman kita, cikgu? Wazilah, boh. Okey. So, also die Lernmaterialien, also für heute gibt es auch auf der Webseite Sumbaku. Ihr könnt darauf herunterladen und mit euren Lehrer und Lehrerinnen zusammen mitmachen. Ja? Ja, betul. Okay, danke schön, Frau Bas und auch Herr Ruru, seperti mana yang disebutkan oleh cikgu-cikgu kita pada hari ini. Kalau anda nak mendapatkan latihan pengukuhan, dapatnya daripada pautan seperti mana tertera pada skrin anda, iaitu di Sumberku. Dan sebelum kita berakhir, mungkin saya boleh tanya lagi sekali. Apakah markah keseluruhan ataupun bintang keseluruhan bagi murid kita yang ataupun kawan-kawan saya yang tengah atau yang berada dalam talian? Also, wie viele Sterne geben wir uns unsere Schule? 1, 2, 3, 4 oder 5. Also, meiner Meinung nach, alle unsere Schüler und Schülerinnen haben alle 5 Sterne bekommen. Genau. Dankeschön. Ya, semua pun mendapat 5 bintang sebab mereka memang bagus sangat. Super. Dan sebelum kita berakhir, dan kepada mereka yang menonton di rumah, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda juga. Meine Freunde, iaitu wir haben Afif, Farah, Haziq, Iris, Asma dan juga Hazim. Dan sebelum kita berakhir, anda pun boleh adanya satu video untuk anda semua untuk memberikan anda tips-tips bagaimana untuk anda berbahasa dalam bahasa Jerman dengan lebih bagus lagi. Bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Hallo alle Schüler und Schülerinnen. Heute möchte ich mit euch teilen Tipps zum Deutschlernen. Ich möchte erzählen, wie man beim Deutschlernen überleben kann. Aber zuerst, du musst jetzt denken, Deutsch ist einfach. Aber wie machen wir Deutsch leicht und einfach? Erstens, mach bitte am Anfang einfache Sätze. Es gibt 3 Sachen. Subjekt, Verb und Objekt. Zweitens, du musst mindestens 40 Verben auswendig lernen. Besonders die alltäglichen Verben wie essen, trinken, schlafen und spielen und so weiter. Drittens, mach bitte keine Sorgen, wenn du Fehler machst. Du machst Fehler, du lernst etwas neu. Tschüss! TV KPM.